Oh mein Gott! Ein Spiel, wo man ein Fisch sein kann. Ich wollte schon immer ein Fisch sein. Oh mein Gott, ich muss das Spiel sofort kaufen und installieren. Ey, ich hab Spaß. Und damit willkommen zu Guppy, einem Spiel, wo ich dachte, es wird ein richtig cooler, naja, Fischsimulator. Und am Ende wurde ich leider nur enttäuscht. In dem Spiel geht es darum, man muss die ganze Zeit mit der linken und der rechten Pfeiltaste wiggeln. Links, rechts, links, rechts, so die ganze Zeit. Und das Ziel ist, die ganze Zeit Fliegen zu fressen. Aber dieser große Fisch will einen währenddessen essen. Und was man machen muss, ist sich hier unten verstecken, weil hier unten sieht er einen nicht. So, ich habe mal kurz die Musik mich heißer gemacht. Auf jeden Fall, die Steuerung ist sehr, sehr seltsam. So, und zwar muss man immer wieder hin und her wiggeln, damit man überhaupt irgendwo hinkommt. So, hier unten kann er mich, glaube ich, nicht sehen. So, ich weiß nicht, wie lange ich das Spiel spielen werde. Was ist das hier eigentlich? Ah, das ist ein Stein anscheinend. Okay, cool. Ja, man sieht, es ist 3 Euro das Spiel. Ich dachte echt, das Spiel wäre viel mehr als nur das, was ihr hier gerade hier seht. Ich dachte echt, das Spiel hat mehrere Level. Man spielt immer einen Fisch. Man muss immer genug Butterflies sammeln und dann... Keine Ahnung. Auf jeden Fall, was es jetzt ist, ist einfach weißer Hintergrund, hin und wieder mal irgendwas hin platziert. Und... Du wickelst mit einer sehr seltsamen Steuerung hin und her. In der Hoffnung, dass du irgendwie zurechtkommst und dann nicht von diesem OP'en Fisch stirbst. Der wird einen nämlich anvisieren, sobald man eine Fliege gesammelt hat. Dann wird es nicht aggressiv. Und ich kann hier nicht stoppen. So, ich glaube, wenn ich hier so schwarz bin, dann greift er mich nicht an. Ja. Ihr seht's, es ist schwer. Und die Resolution, die ist auch nicht wirklich krass. Das Spiel ist nämlich... Soll ich euch zeigen, wie groß das Spiel ist? Einen Moment, das kann ich ja mal eben machen. So groß ist das Spiel. Ja, super. So, ich weiß noch nicht, wie lange ich das spielen werde, weil es ist einfach nur weißer Hintergrund, ein paar Elemente, andere Fische, du frisst Fliegen und willst nicht sterben. Das war's. Es ist halt fast gar nichts. 3 Euro. Ich habe das im Steam Summer Sale geholt, das Spiel. Und dachte, das war wie nur der halbe Preis oder so ungefähr. Irgendwas mit 1 Euro, keine Ahnung. Und ich dachte halt wirklich, das Spiel wäre richtig cool. Ich bin wirklich enttäuscht. Das heißt jetzt nicht, dass das Spiel komplett scheiße ist. Also für 3 Euro ist es schon scheiße. Aber ich meine, stellen wir uns mal vor, es wäre kostenlos. Wäre es ein kostenloses Spiel, denke ich mir so, ja, ist ganz lustig. Nichts Besonderes, aber ist ganz lustig, ja. Also keine Ahnung, ich will das Spiel ein wenig bashen, einfach weil ich dafür Geld ausgegeben habe. Ich hab, oh Gott, da kommt er. Na, hier runter. Ich habe für das Spiel, weiß nicht, irgendwas mit einem Euro bezahlt. Und ich bin definitiv nicht satisfied. Oh Gott, nein. Mann, die Steuerung ist schwer, okay. Goddammit. War das eine Fliege? Yes, ich hab sie. Hier ist noch eine, ich will die. Ich bin gierig. I want that butterfly, please. Yes, irgendwie habe ich sie noch bekommen. Essen Fische eigentlich wirklich Fliegen? Ja, oder? Oh, hab mich erwischt, hab mich nicht erwischt. Ha, hab mich unten nicht gefunden. Was ein Opfer. Solange ich schwarz bin, und das werde ich nur, wenn ich unter diesem Lilypads bin, kann der mich nicht erwischen. Hi. Oh Gott, das sind 2? Warum sind das 2? Das waren sonst noch nie 2. Oh Gott. Das ist echt schwer hier. Das ist zu manövern. Oh mein Gott, ich habe 4. Okay, ich glaube, ich will insgesamt 10 haben am Ende. Komm schon. Die Folge wird wahrscheinlich sehr kurz. Vielleicht 5 Minuten, wenn ich es überhaupt schaffe, 5 Minuten so ein Spiel rauszubringen. Aber wir werden ja sehen. Oh Gott, nein, 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 nein. Oh Gott, nein. Verstecken wir uns lieber. Oh Gott. Er geht auf mich. Ich bin ein Fischi Fisch Fisch und will Fischi Fisch fliegen. Das will ich. Ich hab 6, ich hab 6. Nein! Oh. Ich will 10. Oh Gott,
Die jagen nach mir. Ich muss nach unten. Warte, sind jetzt drei? Sag mir jetzt nicht, die vermehren sich. Gott, hier runter, schnell. Das ist aber bisher meine beste Runde. Ich war noch nie so gut. Mal hier drunter. Und nach einer Fliege am besten noch nur suchen. Weil ich weiß nicht, wo Fliegen sind. Ah, da unten ist eine. So, 7. Epic. Ah, da unten ist gerade eingespawnt. Hey, guck mal her. 8. Nice. Nein! Wow! Das sind mehr. Junge, das sind 3, 4 Stück. Was? Warum vermehren die sich? Oh Gott. Scheiße, die suchen nach mir. Renn! Oh Gott, die suchen nach mir. Oh Gott. Wickel dich ganz langsam nach vorne. 9. Oh mein Gott, weh, ich kriege jetzt gleich nicht den 10. Oh mein Gott, nee. Oh mein Gott, nee. Oh mein Gott, nee. Wow. Da unten ist einer. YOLO. Ah! Keine Ahnung, wenig macht sogar Spaß, aber ich meine, mehr ist das Spiel nicht. 3 Euro ist der Originalpreis. Also ich weiß nicht, was haltet ihr von dem Spiel? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Wow! Ich meine, die Grundidee ist gut, aber die Umsetzung ist schwach. Oder was meint ihr? Auf ein neues 1, 2, 3, 5 und das ist Ende, oder? Gott, weg von dir, weg von dir. Okay, da ist noch einer. Ja, ist 6. Es läuft gut, es läuft. Nichts läuft, die Nase läuft. So, es gibt sogar ein Main Menu. Das taucht manchmal nicht auf. Tolles Spiel. So, und da gehen wir mal auf Options. Denn man kann nämlich auch, wenn man Bock hat, die ganzen Rosenfische entfernen. Damit kriegt man da zwar keinen Score, aber damit kannst du so wenig chillen. Das zeige ich, kann ich mal kurz zeigen. Fullscreen gibt es auch, warum auch immer. Weil das Spiel sieht dann kacke aus in Fullscreen. So, und so sieht das dann aus in ganz normalen Modus, ohne irgendwelche Gegner, ohne Score, gar nichts. Du schwimmst einfach herum, sammelst Fliegen und das war's. Also ich weiß nicht. Wenn man, vor allem weil der Score ja auch ausgeschaltet ist, macht das keinen Sinn. Wäre der Score noch an, dann könnte ich es verstehen. Oder hätten die so einen separaten Score. Wisst ihr, was ich meine? So, wie viele Fliegen kannst du in ohne Gegner sammeln, bis dir langweilig wird und du keinen Bock mehr hast? So ein Score. Ja, siehst du, wenn ich sogar so eine Fliege einsammle, passiert auch nichts. Ich meine, bei so einem Spiel, wo echt nichts interessant ist, das Spiel sieht nicht interessant aus. Also es sieht schon interessant aus, aber wenn du es dann einmal gespielt hast, ist es null interessant mehr. Es ist nichts mehr. Es ist einfach langweilig dann. Ich bin auf jeden Fall enttäuscht von dem Spiel. Was haltet ihr von dem Spiel? Schreibt es mir gerne rein. Und das war's. Ciao.